Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir endlich ein EBF anschalten und damit wir das schaffen, seht ihr da gerade was vor der Tür rumkriechen. Ich habe mal ein Sebo mitgebracht. Hallo Sebo. Hallo. Ja, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Da schaut jetzt das Chaos nicht mehr ganz so aus. Hier schaut es auch nicht mehr so aus. Das da muss noch irgendwann weg. Das da muss noch irgendwann weg. Da muss noch die Wand zugemacht werden. Die müssen auch noch irgendwann weg. Aber die versorgen momentan noch unseren EBF, weil ich vermute, den werden wir es noch ein paar Mal brauchen. So, beim letzten Mal, wo ich ja den schönen Sachen bauen wollte, hatte ich ja einen Low-Power-IC gebraucht und eine 60KHE Coolant Cell. Da könnten wir sogar noch mal eine zweite machen, weil so viel von dem Helium haben wir noch übrig, nochmal 1000. Aber das lassen wir jetzt erst einmal, nicht, dass wir irgendwann wieder Helium brauchen. Ich kenne mich. So, was brauchen wir alles? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Hatch zum Einstellen. Wo ist denn der? Wie heißt denn du? Achso, Hatch HV werde ich nicht finden. Also ich meine den Maintains Hatch. Maintains. Das ist LV. Baust du den mal? Kann ich machen. So, und ich kümmere mich nämlich um den anderen Käse. So, wir brauchen jetzt nämlich einmal den Hatch Stern HV, Klammer zu, den Energy Hatch. So, dafür brauchen wir einmal eine HV Maschinenhall, ein Goldkabel, Low Power IC Hammer, elektrische Pumpe HV, die wenn man, die habe ich auch schon, sehr schön. Habe ich sogar zwei, habe ich sogar eine neue und eine gebrauchte. Immer erst die gebrauchte. So, in der Zeit schmeiße ich mal aber den Energy Alloy Dust in den EBF. Und dafür brauche ich noch Hydro. Hydrogen, das ist Gen. So, das heißt, ich brauche jetzt mal schnell ihr Stück im Chemiewerk. Das Witzige ist ja gerade, das werdet ihr dann irgendwann noch sehen, wenn drei Verrückte an drei verschiedenen Stellen auf der Map Begradigung machen. Das ist witzig, kann ich euch sagen. Da sieht man nämlich ganz schnell Veränderungen auf der Map. Wo ich noch bei der langsamste bin, weil ich nach unten buddel. Sebo sichtbar komplett, war der schon fertig. Ja, und Prophet hat sich das größte Gebiet rausgesucht. So, das ist Hydrogen, habe ich gesagt, jawohl. Heute freuen wir sich. So. Aber jetzt nicht mehr zurück. Weiß, ich bin faul. Lasst mich. So. Ja, ist ja wohl klar, dass jetzt da natürlich massenweise Oxy drin ist. Das heißt, ich muss mal schnell schauen, ob wir Rough Iron irgendwo rumliegen haben. Weil die paar Sekunden können wir warten. Haben wir was übrig? Weil wir haben jetzt mit Erschrecken festgestellt, wir haben jetzt nur noch 22 Stack Eisen. So wenig hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also sollten wir da auf jeden Fall was dagegen tun. So, jetzt muss ich mal hoffen, dass das Rough durchläuft, bevor die Zelle leer ist. Ah, genau. Und ich habe den Cutter gebaut. Also der Cutter ist nichts Großartiges. Also ich habe das eigentlich für schlimmer empfunden. Das war wirklich nur warten, bis die Circuits fertig sind. Und Plastik könnte auch mal wieder laufen. Halt, ich habe doch gerade ein bisschen Oxy rausgezogen, ne?
Ah, okay. Das ist durchgelaufen. Wurde durchgelaufen. Da war nämlich viel weniger drin. So. Also Plastik haben wir jetzt wieder 405. Ja, da kann man ja mit arbeiten. Das heißt, wir können mal langsam Circuits wieder weitermachen. Weil das letzte Mal haben wir aufgehört, freiwillig, weil wir gedacht haben, könnte passieren, dass wir ein Oxy-Problem kriegen. Ein Oxy, Schmatti. Dass wir ein Plastikproblem kriegen. Im Input-Bus war Oxy drin. Okay. So. Ach so, das habt ihr ja noch nie gesehen. Wir haben ja mal den Input-Head vor langer, langer Zeit in HV umgewandelt, ausgetauscht. Das heißt, wir hätten sogar einen LV übrig. Der Input-Bus, den hätte ich aber gerne. Nein, der Input-Bus ist mir auch egal, aber da brauchen wir, müssen wir uns trotzdem einbauen, weil da dürfte ich keinen mehr haben. So, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell nach draußen in unsere Kiste. Dann wäre ich fast von jemandem im Aufzug erschlagen worden. So, und zwar Voltage Transformer. LV Energy Hedge. Das wäre ein bisschen kleinlich. Input Hedge LV. Das Schlimme ist ja, wenn jetzt dann der EBF steht, also wie gesagt, wir bauen ja die automatischen auf. Das heißt, wenn der umzieht, das würde dann unser Experimententeller erstmal. Das heißt, der würde dann irgendwann zu, da kriegt dann zwei HV-Hatchets. Das heißt, der wird dann EV. Der wird dann brutal werden, weil der nochmal die Rezepte nochmal halbiert. Aber ich schätze mal, der wird auch zu unserem Strom brutal werden. Was der dann wegsäuft. Das ist gleich durch. So, dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall, wir brauchen einen. Wie heißt denn der andere Hedge? Wie heißt der Hedge, der wo oben drauf ist? Weißt du das auswendig? Fürs Buch. Ist das. Nee. Ist das Muffler? Muffler. Muffler, weil ein Muffler-Hedge. Den hätte ich mir vielleicht auch noch vorher anschauen sollen. Large Stainless Steel Fluid Pipes. Ah, okay, den habe ich mir angeguckt. Stainless Steel Rotor. Large Stainless Steel Fluid Pipes. Das sind 6 Stück. Und der Rotor sind 5 Stück, sind 11 Stück. Plus ein Gehäuse sind es 19 Stück. Da wäre eher das Problem, dass uns vielleicht vorher Stainless Steel ausgeht, weil wie gesagt, Ruby müssen wir auch durcharbeiten. Wir sind zwar auch dabei, mittlerweile die ersten Erzadern rauszureißen. Schicht man auch fast gar nicht an unserer Erzstraße. Weil Jetzt das würde. komplett. Ja, da. Das heißt, Redstone wird bald auch noch weiter erleichtert, dass wir an Ruby rankommen, wie hier Chrom. Und dann versuchen wir ja schon mal in die richtige Richtung zu gehen. So, das heißt, ich brauche jetzt für den Rotor einmal das da. Kann ich gleich wieder aufräumen. So, dann brauche ich 8 Stück dafür. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche Huge. Large. Large Pipe. Mal das auch schon mal. Dann brauche ich 2 Goldkabel.
Habe ich aus Versehen nochmal Gold durchgelassen? Bestimmt, aber das habe ich schon wieder aufgeräumt. Aber wir haben gerade ein bisschen was übrig. Eigentlich das gleich durch die Wiremill jagen. Haben wir an unrelated. Isoliert, jawohl. Schön. So. Kommst du da rein? Dann brauche ich zweimal Plastik. Plastik gleich rein. Drin. Dann das mal ausschalten. Anschalten. Und dann schmeißen wir hier mal ein bisschen Kabel rein. So, brauche noch einen zweiten HV. Den habe ich aber schon produziert gehabt. Ne, ich habe sogar drei. Wow. So, Maintenance Edge fertig. Maintenance Edge ist fertig. Sehr gut. So, mir fehlen jetzt noch 8 Stück. Dann kommt da ist Hydro rein. Perfekt. Hoffe, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Hydro. Hydro ist drin. Jetic, Circuit 11. Guck mal auf die Temperatur. Ach, sag jetzt nicht, dass die Temperatur nicht reicht. 2200 Kelvin. Das heißt, wir brauchen jetzt das andere, damit wir überhaupt SHV herstellen können. Ach nee, ne? Anscheinend. Mich gerade nicht schimpfen hören. Doch nicht sein, oder? 300 zu kalt. Kann ich dich austricksen? Irgendwie. Nee, schaut nicht so aus. Das heißt, wir den jetzt brauchen, den zum Runterkühlen, ne? Genau,
den Vacuum Freezer. Kannst du mir mal bitte 2 MV Energy Hedges bauen? Weil sonst drehe ich. Energy. Sonst drehe ich durch. Das sind 2 Medium Voltage Coil, Ultra Low Voltage Power C Lubrikantzellen. Jetzt wird es am Lubrikant dann liegen, weil davon haben wir nämlich auch gerade nichts mehr da. Ach Mann. 8300 haben wir noch. Haben wir noch so viel? Ja. Über der MV. Der Tank steht über der MV Cutting. Ah, okay. Gott sei Dank. Da draußen sind noch 482 drin. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall da auch jetzt dann vorankommen müssen. So, das heißt jetzt, ich brauche den Hedge. Den Muffler Hedge. Das ist ja eigentlich ist ja nur dieses Energy Hedge dafür da, dass es für uns etwas leichter ist. Etwas. Ich brauche noch einen Motor. Aber das gönnt uns das Spiel nicht. Wir brauchen Stainless Steel Rods. Ich brauche Electrum Wire. 4-fach. 4 Stück. Silver Cable 2er. 2 Stück. Und Stainless Steel Rods auch 2 Stück. Gott sei Dank noch alles da. Das da. Und den Magnetic hier haben wir den Motor. Also das heißt, jetzt brauche ich noch irgendwas drin. Nein. Brauchen wir mal schnell ein Circuit Nummer 3. Halt HV gucken. 480 EU. Gut, dass wir geguckt haben. Sonst hätte ich gleich wieder gemotzt. So, also HV, Motor, Rotor, Stainless Steel. Ich glaube, das war's. Wenn alles mal so schnell gehen geht wie das. Muffler Hedge, HV. Also, wir haben einen Muffler Hedge. Wir haben ein Input-Hedge, wir brauchen noch ein Output-Hedge. Output-Hedge Output-Hedge LV. Das heißt, ein Tank LV und ein Zweier. Schön, dass wir mittlerweile von dem Zeug, von den Tanks, so viele auch schon mal da haben, dass man die einfach nur noch holen muss. Das da, das da. Das da. LV Tank. Ja, und ich brauche bestimmt. Dafür brauche ich noch Plastik. Okay, falscher EBF. Also 2er, LV und Tank. Schön. Alles klar, das heißt also, wir brauchen drüben jetzt erstmal einen MV Battery Buffer. Da könnten wir ja. Nee, da will ich nicht den da klauen hier. Aber es wäre trotzdem Blödsinn,
einen neuen zu bauen, wenn wir jetzt hier welche haben. Vor allem, den brauchen wir ja nur kurzzeitig erstmal. Haben wir noch einen. Wir haben High Voltage. Maintenance Hatch Hammer. HV-Maschinenhall. Können wir zurücktragen. Darf man nicht verwenden. High Voltage Battery Buffer. Ich bin betrunken. So, okay. Das Goldkabel haben wir auch. Ah, irgendetwas jetzt noch übrig habe, trauen wir wieder zurück. Wenn ich es gleich wieder brauche, dann hole ich es wieder. Ist mir wurscht. Ach, apropos, es gibt neue Drawer für die Fine-Wires. Ja. Also auf jeden Fall für die wichtigen. Also, das heißt, das habe ich, das habe ich. Dann hätte ich mal gesagt, dann nehme ich, schnappe ich mir jetzt mal das Blue Alloy Wire. Und dann ziehe ich schon mal eine Linie und ich nehme jetzt dann da, wo in Zukunft auch das Stromkabel, weil das wird nicht mehr ganz am Rand sein. Sondern das wird jetzt ziemlich in die Mitte gehen. Man sollte natürlich aufpassen, dass man dann nicht hängen bleibt. Haben wir eigentlich schon einen Lift hingebaut, wo das hoch soll? Nope. Ich mach mal zwei fertig. Hier muss ja auch noch irgendwann mal den Boden rausreißen. Könnte ich mal gleich machen. Und noch zwei Rotating. Ja, die könnten wir notfalls nehmen erstmal, ja. Dann hätte ich gesagt, wo haut man dich hin? Hinten. Hast du denn? Kommst auch runter. Lieber ein Licht an, bevor ich so mache. Jawohl, passt. Passt erstmal. So, das heißt, wir haben jetzt dann hier. Brauche ich jetzt gleich den Hedge? Eigentlich bräuchte ich einen 16er. MV? AV. So, das heißt, ich komm hier an. Okay, Gott sei Dank braucht man hier nicht mehr so viel Stromkabel wie drüben. So. Heißt, wir haben jetzt schon mal das fertig. Ich kann trotzdem vorlaufen.
Weil das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist einmal so weit das Zeug hinstellen. Jetzt ist die große Frage. Eigentlich bräuchte ich einen 8er HV. Dafür habe ich den da. Haben wir 8er Copperwire? Nein. Jetzt wieder nur zwei. Eine Fledermaus. Mir diese Leute, wo andere Leute erschrecken wollen. So, das heißt, ich habe jetzt den MV. Das heißt, ich brauche noch eine Kiste. Sind mittlerweile alle draußen. Lustig ist, oben haben wir unseren Crafting-Bereich, aber normalerweise seitdem tun wir die Tische leerräumen. Ist witzig. Davor haben wir es nicht gemacht. Tja. So, also haben wir auf jeden Fall mal einen Medium, einen Achter. Den 16er machst du oder das muss ich denn noch machen? Wenn du mir nochmal sagst, welchen 16-Facher du haben willst, 16er HV. Battery Buffer oder? Ja. Ja, mach ich glaub, ja, mach ich schnell. Brauchst du noch irgendwas für die Energy Hedges oder hast du die schon? Die sind schon fertig. Die sind schon fertig, gut. So, Kabel kann ich mir später noch mal holen. So, das heißt jetzt, ich komme jetzt dann dahin. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, das ist ein Neuner. Das heißt, ich brauche einen MV-Transformer. Haben wir da noch einen? Nein. Dann heißt es jetzt erst einmal MV-Transformer bauen. Das heißt, ich brauche noch mal Alu. Plastik. Also bis jetzt finde ich den Aufbau, was ich so gemacht habe, hier ganz gut, weil ich mir dann wirklich, wenn ich was holen muss, alles in einer Reihe holen kann. So, das da dahin. Das da dahin. Dann dich wieder aus. So, dann war das für ein Transformer. Die Small Coils, die sind draußen. Die weiß ich, wo ich sie finde. Die bringe ich jetzt aber gleich mal rein und die sind in die Circuit-Kiste. Die habe ich nämlich in die Komponentenkiste reingeschmissen erstmal. Aber die werden hier innen drin öfters gebraucht. So, haben wir hier zwei. Tiny Pile of Ashes. Kommt erst einmal meine Kladderadatsch-Kiste. Die wird mal irgendwann aufgeräumt. Irgendwann. So viel MD-Zellen. Ich kann die gleich mal wegräumen. Buffer ist fertig. Gut. Dann haben wir jetzt den großen Battery Buffer. Den können wir jetzt erstmal so laufen lassen. Das heißt, ich brauche nur noch wirklich den Transformer. Das heißt, ich brauche jetzt Kupfer und Goldkabel. Das heißt, ein Goldkabel, vier Kupferkabel. Kannst du mal ein bisschen Kupfer holen? Können wir gleich nochmal mit dem Kabel durchjagen. Euch. Restliche Goldkabel gleich aufräumen.
werden wir sowieso gleich brauchen. Ist auf jeden Fall einen davon. Gut, dass ich gerade gesagt habe, wir brauchen Kupferkabel. So, die waren hier. Du warst hier. Ihr wart hier. MV war hier. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Jetzt müssen wir warten, bis ein Stack durch ist. Oder auch nicht, man kann auch warten, bis ein halber Stack durch ist. MV High Amp Transformer. Sehr schön. So. Sauber verkabeln können wir das, wenn da drüben alles funktioniert. Es muss auf jeden Fall der EBF funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal rüber und gucken, wo alles hinkommt. So, das heißt, ich habe jetzt das hier. Genau, das heißt, der Energy Hedge soll ja irgendwann mal in die Mitte kommen. Das heißt, das kann ich schon mal wegschlagen. Kann schon mal alle drei wegschlagen, weil, wie gesagt, Mitte und die anderen zwei sind momentan Provisorium. So, dann hätte ich gesagt, der Maintains Hedge muss hier hin. Das ist eine gute Frage. Doch, Maintains Hedge kommt hier hin. Input kommt. Input Hedge kommt hier hin. Das heißt, wir haben die zwei anderen Hedges noch nicht gebaut, wie Esel. Oder ich Esel. So, was haben wir jetzt noch? Du hast jetzt noch die Energy Hedges, ne? Die kommen so zu. Achso, nee, das ist ja schon ganz unten. Ha. Die kommen dann dahinter? Hier hinten? Also nach hinten und dann nach unten zeigend. So. Dann haben wir das. Das heißt, hier vorne kommen dann die zwei. Item in und Item aus. Genau. Input Hedge LV für die Flüssigkeiten, der kommt auch hier hin. Der geht auch mal gleich nach unten auf, weil da kommen dann die Flüssigkeiten hoch. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meine Kiste. Das heißt, in die Mitte kann ich das ja schon mal packen. Ja, da natürlich nicht. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal die Coils. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert. Das wird mir gleich bestimmt Sebo sagen können, ob ich da jetzt einen Schwachsinn mache. Aber ich bin der Meinung, dass der hier hin muss. Es war ja natürlich klar. Uns fehlt ein Heatproof Machine Casing. Die 8 Stück, wo ich gemacht habe, waren zu wenig. So. Heat
Proof Machine Casing, das sind 6 Invar Platten und ein Invar Framebox. Invar müssen wir noch hoffentlich haben. Wir werden es gleich wissen. Heißt, ich brauche 6. Eigentlich wäre es am besten, dann gleich 12 zu machen. Invar habe ich hier schon angefangen. Das heißt, ich brauche 12 Platten. Und 4 Rods. 8 Rods. 1, 2, 3, 4. Und sehr gemütliches Laufen. Auch ich Circuit Nummer 4. Auf jeden Fall finde ich diese Idee mit diesen kleinen Drawern auch richtig sneaky, weil dann räumt man wirklich seine Circuits jedes Mal auf. Jo. Weil da kommt man wirklich schnell dran. So, mal schnell einen Vierer reinschmeißen und die Achter. Zack. War da noch irgendwas, was man da braucht? Nö. Die Faulheit bezwingt alles. Output Hatch nehme ich auch gleich mit. Das ist Flüssigkeit Output. Bitte? Das, was da drinnen lag, ist Flüssigkeit Output. Achso. Die anderen beiden habe ich in der Tasche. Gut. Ich hoffe, dass wir alles haben. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben einiges vorbereitet. Wir sind zu zweit. Das Ding ist noch nicht fertig. So, da müssen dann noch HV-Batterien rein. Da haben wir, die haben wir, glaube ich, schon drüben liegen. Möglich, dass die vorbereitet sind, ja. So, dann kann ich den da aber wieder zumachen. Nicht wundern, wenn Sebo mitspielt, fliegen hier öfters Fledermäuse rum. Welche Seite willst du Input, aus welcher Seite Output? Ich hätte gesagt, hinten ist auch das Input für die Flüssigkeit, dann machen wir da auch das Input für die Dinger rein, für die Items. Ja. Und vorne dann den Output. Und, das an, und dann immer spiegelverkehrt sozusagen, dass das Input immer auf derselben Stelle dann ist. Ja. So, ich brauche jetzt, habe ich noch ein bisschen Dirt einstecken. Ja. So. Mal nach oben. So kann man seine Cleaver leveln. Apropos Cleaver leveln. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge auch noch richtig schön Cleaver leveln können. So, ich habe jetzt noch mal einen Heatproof. Das war, wo hat denn der gefehlt? Oben, ne? Ja. Dann habe ich zweimal Cupronickel. Wenn jetzt nichts falsch gelaufen ist, macht es Kling. Aber es ist was falsch gelaufen. Sebo? Ja, bitte. Kann es sein, dass ich den da nicht dahin machen darf? Den Muffler? Nee, der muss so oben in die Mitte.
Und das reicht dann wirklich, wenn da einer drin ist? Für alle? Weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass er beim normalen EBF oben in der Mitte sein muss. Ja, okay, es kann sein, dass der erst dann in der Mitte funktioniert, wenn wir mehrere haben. Das sehen wir dann mal. Ja, gut möglich. So, was man nicht vergessen darf, immer nach oben drehen. So, und jetzt sieht man auch schon, der ist grün geworden. Das heißt, der dürfte auch gleich... So, jetzt ist er insgesamt grün. Genau. EBF ist fertig. So, das heißt, holst du mal das Soldering Iron, das ist draußen in der Werkzeugkiste. Jo. Und Soldering Wire ist innen drin. Jo. So, das heißt, ich muss jetzt an das Maintenance-Hatch ran. Einmal mit dem Wrench klicken. Dann brauche ich einen Soft Mallet, einen harten Mallet. Hammer meine ich. Genau, so Mallet. Man braucht einen Schraubendreher. Ich glaube, eine Feile braucht man auch zum Abfallen. Dann brauche ich jetzt mal ein anderes Werkzeug. Dann einmal nach oben. So, wenn wir jetzt Glück haben, fehlt nur noch... Ach nee, Crowbar brauchen wir noch. Hast du eine? Ja, ja. Man lernt aus seinen Fehlern. Crowbar ist bei mir mittlerweile sogar in der Schnelltasche. Hm. Weil man ja öfters mal Pumpen rauszieht. So, genau. Circuit burnt out. Das ist das, was jetzt Sebo gerade macht. Nee, du musst reingehen. Oh. Ja. Jawohl. Fertig. So, das heißt, wir haben jetzt den da schon mal soweit fertig. Das heißt jetzt, wir brauchen aber jetzt unten unsere ganzen Anschlüsse. Kannst du mal mitbringen von dem... Da reichen ja zweier... Eins, zwei, von den Unrelated Copper Cable. Mhm. Also Zweier bräuchte man auf jeden Fall. Oder nimm am besten Vierer und das mindestens vier Stück. So, dann heißt es jetzt du da. Buffer geht dahin. Dann gehst du dahinter. Dann brauche ich jetzt wieder meinen Soft Mallet. Den Gummihammer. Genau, 4, 500, ja, nee. Ich bin erst lustig. Das wäre jetzt in die Hose gegangen. Holla, die Waldfee. Den lasse ich gleich mal da, den werden wir nochmal brauchen. Wir brauchen gleich nochmal ein Circuit Nummer 11 auch noch. So, dann heißt es jetzt, ich gehe jetzt erstmal mit dem Kabel. Hier entlang. Wunderbar. Nach unten drehen, verbinden. Nach unten drehen, Wrench. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Ich brauche jetzt gehen wir schnell so schnell zur Werkstatt. Wir brauchen jetzt noch HV-Batterien. Keine Ahnung, ob wir noch welche noch fertig haben. Ja, natürlich nicht. Sollte man auch. Eine bräuchte man auf jeden Fall.
Weil aus 1 macht 4. Das Problem ist aber, wir haben für die Medium-Batterien haben wir noch gar nichts. Also das heißt, ich brauche jetzt einen Stack Poly. Okay, läuft. Dann haben wir hier Battery Alloy und dann brauchen wir jetzt Kupferkabel. Tin Cable, Gold Cable. Ganz isolierte Kupferkabel schon weg. Schaut so aus. Wow. So, und da brauche ich jetzt noch, glaube ich, in für die Battery. Brauche ich da nicht noch ein Circuit? Kupferkabel, Battery Alloy Blade. Ach nee, der läuft schon. Gut. Dann hoffen, dass wir noch Lithium da haben. Weil das Lithium, was draußen ist, das ist zum Fürchten. Das waren nämlich noch, glaube ich, 3. 17 Stacks. Ja, aber draußen haben wir auch ein Fass. Ach so. Ja. Gleich mal wieder den ganzen Käse, was wir dann abtransportieren können, wieder weg. Das da. Kupferkabel. Ah, sehr schön. Laufen. Wegräumen. Und da brauche ich mal mindestens 4. Mal Lithium holen. So schnell kriegt man Lithium weg. Eigentlich könnten wir mal auch eine MV-Canning-Maschine bauen. Dann geht das ein bisschen zügiger für die Batterien. Da können wir die LV nämlich nur noch fürs Essen verwenden. Wenn wir keine Lust mehr haben, rüber zu laufen in die Küche. Ja, wobei die Küche ist noch nicht angeschlossen. Das müssen wir auch noch machen. Oh Gott. Ja, den 4er Circuit, den brauche ich momentan nicht, aber ich brauche noch mal einen 11er. So, dann heißt es jetzt bitte dich wegnehmen. Draufdrücken. Reinschmeißen. 11. Danke. So, 11 haben wir noch nicht einsortiert, aber jetzt. So, dann haben wir jetzt den Heatproof, den könnten wir noch gleich reinschmeißen. So, haben wir gleich die 4. Können wir gleich weiterlaufen lassen. Und wie weit bist du? Ja, du bist gleich durch. Gleich sind 20 Sekunden. So. Es heißt ja jetzt. Wie gesagt, sobald der sauber läuft, wissen wir ja genau, was wir jetzt dann alles brauchen. Dann werden wir peu à peu weitere 3 Stück bauen und dann dran anschließen. Dann brauchen wir ja weniger Coils, weniger Casings und hast du nicht gesehen? Das Einzige, was man halt braucht, sind die Hatches. So, dann haben wir die. Wie lange brauchtest du für die MV? 20 Sekunden, das heißt, wir haben noch mal 80 Sekunden vor uns. Die 4 MV brauchen so lang wie eine HV und hat auch irgendwie seinen Sinn und Zweck, weil da müssten 400.000 EU reinpassen
Und 4 mal 400.000 ist 1,6 Millionen. Juhu! Wir können lächeln. Bin ich nicht gut? So, dann brauchen wir noch einen Tank. Ja. Problem ist jetzt, wir können eigentlich da drüben noch nicht mit dem Tank arbeiten, weil wir sozusagen einen zweiten EBF brauchen, weil, genau, das vom Doppelten haben wir ja noch nicht gesprochen und ich weiß, dass da einer dabei ist, der gerne wissen möchte, wie die ganzen Dinger funktionieren. Der ist jetzt halt leider noch nicht ganz automatisch. Er ist jetzt dann halbautomatisch. Aber er wird peu à peu dann automatisiert. Das heißt, irgendwann kommt eine Kiste vor dem Hedge, vor den Input- und Output-Hedge hingestellt. Das war einen zu früh. Der dann sozusagen ein Konvoyer-Modul davor hat. Ich glaube, das funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Weißt du das, ob das geht? Demo? Mit dem Konvoyeur aus dem Output rausziehen? Ja. Dürfte. Ja, also das heißt, also da kommt irgendwann, ne, dafür haben wir das Loch schon mal unten gelassen, da kommt irgendwann eine Pipe hin, die das ganze Zeug nach oben holt. Und wie gesagt, da kommt dann eine Kiste hin, der zieht es dann rein und da kommt eine Kiste hin, die holt sich's raus. Eventuell, wenn wir das auch mit Ender.io machen, weil dann könnte man die Kiste nämlich auch wegen weiter nach oben stellen. Da kann man nämlich da auch noch ein bisschen laufen. So, ich wollte eigentlich runter. Kabel hast du dabei. Jawohl. Oben angeschlossen? Schon angeschlossen. So, dann Lithium-Batterien rein. Da mal ein bisschen hin, dann haben wir hier meinen kleinen und dann haben wir hier drei Daumen drücken, dass da jetzt gleich der Strom läuft und da hinten nichts bumm macht. Strom läuft. Jawohl, und die Batterien kriegen auch Saft. Also wie gesagt, am Anfang hat man keine Probleme mit diesem kleinen Stromaufbau, was wir gerade haben, weil nicht alles gleichzeitig läuft. Wird natürlich jetzt dann umso spannender, weil wenn jetzt dann hier zwei Maseratoren stehen, vier Ohrwascher, vier sonst was, oder sogar drei Maseratoren, dann ziehen dann natürlich permanent drei Ampere HV. Dann könnte es knapp werden da drüben. Okay, so, dann machen wir mal Einweihungsparty. Das heißt, ich hole mir mal einen Rough Iron. Ich hoffe, dass ich noch ein das draußen rumfliegen habe. Ein einzelnes. Oxy hast du in der Tasche? Nee, aber da laufe ich auch gleich. Hol's mal. Ist hinten drin beim Ark, glaube ich. Jo. So, rough. Wenn ich rough wäre, wo wäre ich? Rough? Nein, du bist Bodo. Schau mal drüber, geht schneller. Kann auch natürlich sein, dass ich das rough. Ne, da haben wir es dabei. Rough ist das zweite. So, dann brauchen wir auch gleich unseren Gummihammer. Elfer Circuit einmal einstecken. Wie gesagt, unser Problem ist halt, Oxygen wird momentan noch nicht produziert. Das heißt, das nimmt die ganze Zeit ab, solange Hydrogen nicht läuft. Und der Vorteil von diesen verbundenen EBFs hat jetzt halt das,
Dass er sozusagen sich jetzt diese Tanks hier teilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier, glaube ich, nochmal einen Tank hinmache, also genauso den Input-Hatch wie hier, erstmal das rein und das rein und Gummihammer und gib ihm. Und wir haben ein Steel-Ingot. Hurra! So, also hat schon mal funktioniert. Der da läuft und hat Strom. Also das heißt, sobald ich jetzt hier nochmal einen EBF hinbaue, ich werde es zwar nochmal erklären, wenn das Ding wirklich steht, nur schon mal zur Vorsorge, teilen sich die zwei das. Also den da teilt sich der da. Wie ist das jetzt eigentlich, dass... Also genau, das wird es dann rein, das wäre jetzt dann das da und das da, wenn dann der reine Oxy, ne? Genau. Genau, also das heißt, wenn jetzt den da wollt, dass ihr, dass beide Oxy laufen. Das heißt, hier kommt Oxy rein, kann der, also der hier Oxy verarbeiten und der hier Oxy verarbeiten. Wenn ihr hier den hinbaut und jetzt zum Beispiel danach dann ein Nitrogen hinmacht, dann kann der Nitro und der kann Oxy. Und dann heißt es halt, wenn es dann irgendwann vier sind, hat man zwei Nitro und zwei Oxy. So ist der Aufbau geplant. Also immer das, was in der Mitte ist, Teilen Sie sich. teilen sie sich. Dann macht es auch zum Beispiel Sinn, den Output-Hatch so hinzusetzen. Das heißt, hier brauche ich nur noch einen, zwei Input-Hatches, Flüssigkeit und Items, die er sich reinholt und schmeißt dann auch hier raus. Selbe dann auch da drüben. Und wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, ob der Hatch dann oben in die Mitte dann wandert, wenn hier der zweite steht. Oder ob die sich den teilen oder wo ich dann auch vier brauche. Noch was zu dem HV-Muffler, den wo ich oben verbraten habe. Das empfehle ich jedem. Muffler immer in der besten möglichen Variante in euren EBF bauen. Weil, wenn man sich das jetzt anschaut, Muffler Hatch LV reduziert die Pollution gar nicht. Also, beziehungsweise er schreibt hin, reduziert die Pollution zu 100%. Oder zu, ja, das klingt, glaube ich, ein bisschen bescheuert. Also, eigentlich hast du dann den vollen Ausstoß. Dann hast du, hier reduziert er um 15%. Ist eigentlich falsch rumgeschrieben, oder? Muffler Hedge. Also das heißt, meiner Meinung nach reduziert er, genau, er recovert 20% von CO2, CO und SO2. Kohlendioxid, Monoxid und Schwefeldioxid. Also so habe ich halt mal gelernt. Das ist, je besser das der Hatch ist, umso weniger Dreck haut da oben raus. Ich schätze mal, da fehlt einfach, wie du schon sagtest, Reduce Pollution Output to. Also den, dass er den Ausstoß zu diesem Wert runtersetzt. Sprich, der LV wird gar nicht gedrosselt durch den Muffler Hatch, sondern pustet frei raus. Und HV re reduziert schon die Pollution zu 72% runter. Sprich. 28% Genau. und reduziert noch mal um 33%, was ich mit CO2 Ausstoß verbinde. Ich vermute, dass das eine Kombination aus beiden ist. So, beim EV bis mal bei 44,61, 52,53. Das heißt, wenn ich jetzt dann eigentlich den härtesten Muffler Hedge drin habe, dann hat er schon mal die Pollution auf 27% runter reduziert, also 73, und ja, er recovered 78%, also das heißt, man haut nur noch 28% Dreck raus.
Also ich vermute fast, dass die zwei Zahlen miteinander interagieren. Ja, müssen sie ja. Ja, falls Dream da ist, kann er mir mal schreiben, wenn er es weiß, wie das sich zusammensetzt. Gut. Das war jetzt die Aktion EBF steht hier. Das heißt, wir werden jetzt dann beim übernächsten Mal uns drum bemühen, dass hier auch die Maschinen reinkommen, dass die Erze endlich verarbeitet werden können. Genau. So, aber beim nächsten Mal werden wir nämlich ein bisschen Spaß haben. Da gehen wir nämlich in Twilight. Da freut er sich nämlich schon drauf, Ja. dass er den nächsten Mob auf den Kopf hauen darf. Ja, komm, wer freut sich nicht, im Minotauren eins auf den Schädel zu geben? Bis jetzt bin ich immer verreckt. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. So, wenn ihr Fragen, Anregungen zu EBFs oder zu sonstigen Sachen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Natürlich auch Kritik, Lob, alles Mögliche könnt ihr unten reinhauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr sagt, der YouTube-Algorithmus muss mal die Videos nach oben katapultieren, dann ebenfalls auch. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.